Eigentlich müsste Maximilian Schilling, 22, jetzt in Ruhe um seinen Vater, dem Theaterschauspieler Michael Degen, 90, trauern. Doch was ihm bleibt, sind Anwaltsbriefe und ein böser Erbschaftsstreit. Denn Maximilian war über viele Jahre hinweg der heimliche Sohn des Schauspielers, von dessen Existenz Degens Familie erst nach seinem Tod im April 2022 erfuhr. Man könnte vermuten, bei dem Streit ginge es um Geld, doch wie Maximilian im Video erklärt, geht es ihm um etwas ganz anderes. Michael Degen, emotionale Botschaft seines unehelichen Sohnes. Im Interview mit RTL betont Maximilians Mutter Annette, dass ihr Verhältnis zu Michael auch nach der Trennung sehr gut gewesen sei. Bis zum 18. Lebensjahr habe Degen auch weiter Unterhalt für ihren Sohn gezahlt, doch dann brach es abgeschnitten ab. Von heute auf morgen sei plötzlich Funkstille gewesen von Seiten des Schauspielers und Outdoors. Die Kommunikation verlief ab diesem Zeitpunkt nur noch über einen Anwalt. Doch Maximilian scheint dennoch nicht wütend zu sein, ganz im Gegenteil, er war mir ein sehr, sehr guter Vater, als ich noch jünger war. Auf das Geld seien sie nicht angewiesen, dennoch wolle er einen Blick ins Testament seines Vaters werfen, welcher ihm bislang angeblich von Degens Familie verwehrt wurde. Soweit ich es weiß, war es immer in seinem Interesse, dass sowohl meine Mutter als auch ich gut versorgt sind. Und ich würde einfach gerne wissen, was sein letzter Wille war. Aktuell wisse er nicht einmal, wo sein Vater begraben liegt. SFI